meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher Wild Hunt. Wir sind gerade mit der Nebenquest Fleischliche Sünden beschäftigt. Und jetzt müssen wir den Ort untersuchen, an dem Schnitzer starb. Und da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Götter, was ist hier passiert? Wir waren schon in der Leichenhalle, haben uns Schnitzer ein bisschen näher angeschaut. Und, es ist schon ekelhaft gewesen. Augen raus und Kohle, Asche rein. Und wir denken, dass es mit einem Ritualmord zusammenhängt. Oder wir hatten so ein paar zur Auswahl und ich dachte, oder ich denke eher, dass es so ritualmordmäßig ist. Aber mal gucken. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striege! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein. Langsam. Sonst beißen sie. Niedliche Kerlchen. Die habe ich noch gar nicht gesehen, aber trotzdem. Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich, um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Zeig doch mal die Hühnchen. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Bus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Mhm. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam. Und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Alles. Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten. Ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Okay. Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Hey. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da einen Zwerg scheren? Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Freile. Sonst brauchst du bald neue. So. Hui. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Okay, ich denke, ich muss da gleich mal reingehen, aber ich nehme alles mit. Erstmal, ne?
Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen, Feuer kann unsere Nahrung zubereiten, Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben, doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinem Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektion nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. So. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger. Es klingt ja nicht gerade so super. Hat das was jetzt damit zu tun? Besorgte Bürger. Wer ist denn der besorgte Bürger? Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Hat was Schweres geschleift. Was über den Boden gezogen. Oder von einer Leiche. Zu anderen. Mehrmals. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Ist ja gar nicht so schlecht, dann ist ja noch alles so, wie es war. Hopsa. Nein damit. Okay, da sind auch wieder Spuren. Jetzt nehmen wir erstmal alles mit. Alles Gelbe. So, dann fangen wir hier an. Noch mehr Blutflecken, aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Das glaube ich jetzt weniger. Ich denke, das hat mit dem kleinen Schnitt an der Kehle zu tun. Augen. Menschlich. Total verwest. Boah, ekelhaft. Hat er die einfach da flacken lassen, oder was? Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Hier gibt es nichts Interessantes. Okay, dann müssen wir jetzt die Gasse untersuchen, in der Priscilla, überfallen wurde. Ja. Ich weiß schon, was passiert ist. Ich habe deine Statuen gesehen. Was weißt du über den Mord? Hatte dein Bruder Feinde die beiden unteren? Wissen wir schon? Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Oh, vielleicht hätten wir das nicht so. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Ich habe mir deine Statuen angesehen. Und? Lebensecht, findest du nicht? Vor allem die Frauen. Melitheles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja, Fabians Werk. Und ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen. Schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin. Bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling. Da war Schluss mit lustig. Gut, wir haben genug geredet.
Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. Yo. So, dann gehen wir mal zum Gastsaal, wo Priscilla überfallen wurde. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Hey, ja. Hexer. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Aber jetzt bleiben wir erstmal kurz Hast da. Du ein Problem? Und schauen, was da jetzt ist. Weil das möchte ich jetzt schon noch mitbekommen. Dasselbe. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Mhm. Schon wieder eine Predigt? Des besorgten Bürgers. Ich glaube jetzt mal irgendwie nicht, dass es vom besorgten Bürger ist, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit vertreibt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln können und sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen. Und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt sittsam eure Leiber und hegt keine unsauberen Gedanken. Dann wird euch das ewige Feuer alle Monster und Sünder aufzeigen. Oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Langsam habe ich das Gefühl, dass es kein besorgter Bürger ist. Na, Schwester. Menschlich. Ist er das? Von Priscilla. Woher soll ich das wissen? Beobachtet Der Fußabdruck ihn. Eines Mannes. Vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Okay. Was hat jetzt da so... Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Was willst du? Verfluchte Scheiße! Ich verstehe das jetzt nicht. Verfluchte Scheiße! Schlachtet die Missgeburt ab! Ich verstehe das jetzt gerade gar nicht. Aber wenn es mir als Feinde angezeigt wird. Ja, schau. Aber warum denn? Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Priscilla. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Dass du lispelst, ja. Das habe ich gemerkt. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein.
Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispel-Lotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Ja, vielleicht ändert sich das ja noch, weil sie ist ja nicht tot, zum Glück, zum Glück. Pass auf dich auf. Und ich muss einen Mörder fangen. Lispel-Lotte. Mir dröhnt der Schädel. Hallo Lispel-Lotte. So. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Ah. Nee. Das heißt außenrum gehen. Was willst du? Ach, ich hab die gar nicht umgebracht. Ach, wie toll. Sprich mit dem Leichenbeschauer. Und der da? Bin mal gespannt, wer jetzt, das ist ja noch eine neue. Oh. Predigt eines besorgten Bürgers. Das ist ja komisch. Vergesst nicht, liebe Leute, dass ein einmal entfachtes Feuer nicht mehr aufgehalten werden kann, dass es alles auf seinem Weg verschlingt und sein Wüten erst endet, wenn alles zur Asche verbrannt ist. Menschen können vor diesem Element nicht fliehen und wenn sie sich vor ihm verneigen, wenn sie es in ihr Herz lassen, werden sie auch zur Asche. Fragt euer Gewissen und lebt in Einklang mit den Geboten der Kirche, bevor die Zeit der Buße vorüber ist. Ein besorgter Bürger. So viele besorgte Bürger? Oder sind es, also ich glaube ja immer noch, das ist, geht nicht mit rechten Dingen zu. Wir müssen mit dem Leichenbeschauer widersprechen, weil eine neue Leiche gefunden wurde. Vielleicht müssen wir die auch mal ein klein wenig untersuchen. Das würde ich sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao!